Heute ist ein stürmischer Tag, also wettermäßig. Und im Büro, das habe ich gar noch nicht gesagt, im Büro sind wir wieder vollständig. Jetzt sind alle wieder da, es beruhigt sich schon wieder ein bisschen, es normalisiert sich alles. Ich habe während meiner Ausbildung vor ein paar Jahren gemerkt, dass viele Sachen von mir sehr gewertet worden sind. Also ich hatte wie so ein Bild von mir gehabt, und dann habe ich gewisse Sachen an dem Bild nicht können erfüllen und das habe ich dann sehr negativ gewertet. Also wenn ich wieder irgendetwas nicht geschafft habe oder mir irgendetwas vorgenommen habe, das habe ich nicht erfüllt oder halt Arbeit vielleicht nicht ganz so gemacht, wie ich es eigentlich mir gewünscht hätte. Und das hat mich mega beschäftigt dann zu dem Zeitpunkt. Und ich merke so, dass ich so diesen Punkt ein bisschen überwunden habe. Heute beschäftigen mich so Sachen nicht mehr so. Ich bin viel mehr so von der Art her, ja, es ist einfach wie es ist. Und ich tue das nicht mehr so fest wert. Ich merke aber, dass viele Leute viele Sachen, die sie machen, sehr stark werten. Also sie sehen extrem die negativen Sachen oder das, was sie als negativ oder als Fehler empfinden und finden das dann auch schlimm und wertet sich selber mega fest zu dem. Und ich glaube, das macht wie nicht so viel Sinn. Also hört auf mit euch selber werten und irgendwie negativ darstellen und das Gefühl haben, ihr könnt Sachen nicht oder ihr schafft Sachen nicht. Ich glaube, es hat mega viel zu tun mit dem Bild, das ihr von euch selber habt. Und wenn man sich immer wieder sagt, wieder versagt, wieder irgendetwas nicht können, dann gibt es so mega negative Energie. Das ist so, Energie tönt so Guru-Guru-mässig, ist es vielleicht auch. Aber ich glaube, das Bild, das man von sich selber hat, kann man sehr ins Positive wenden, wenn man sich einfach so ein bisschen nimmt, wie man ist. Und eben die Fehler, die man auch hat und vielleicht das nicht perfekt sein, was man hat, also als mega wichtigen Bestandteil anschaut von der Persönlichkeit, die man ist. Und ich glaube, man muss so Sachen auch wertschätzen. Die Fehler, die man hat oder die man an sich selber sieht, sind nicht schlimme Fehler. Ihr seid okay, es ist alles gut und ihr seid perfekt so, wie ihr seid.